Oh, heute mal auf Augenhöhe? Ja, auf Augenhöhe, gewaltfrei auf Augenhöhe. Also uns hat der Daniel geschrieben, Oh, uns hat wer geschrieben? ja, der hat eine Frage an uns. Und zwar hat er geschrieben, wenn sein Onkel da ist und zu ihm sagt, du bist faul, dann ist er immer sehr traurig, dass seine Mutter daneben sitzt und nichts dazu sagt. Ha, ja, das kann ich verstehen. Und jetzt ist er böse auf seine Mutter. Er ärgert sich über sie und sagt, die müsste sich mal gegen ihren Bruder auflehnen, auch wenn es um sie selber geht, nicht nur wenn es um ihn geht. Und dann hat er sehr viele negative Gefühle und Gedanken hinsichtlich seiner Mutter. Ja. Und jetzt möchte er von uns wissen, wie man da in Sachen gewaltfreie Kommunikation etwas machen kann. Ja, also erstmal ist es ja schon mal gut, dass er sein Bedürfnis erforscht, ne? Und guckt, was fehlt ihm eigentlich in diesem Moment. Was ist das? Naja, Liebe, Geborgenheit, Verständnis, Schutz. Wenn sein Onkel faul zu ihm sagt, möchte er das von seiner Mutter. Ja, genau. Also er hat schon mal seine Bedürfnisse herausgefunden. Jetzt ist die Frage, von seiner Mutter scheint er die ja nicht bekommen zu können. Nee, die schafft das ja noch nicht mal, sich gegen ihren Bruder aufzulehnen, wenn es um sie selber geht. Ja, genau, das hat er uns geschrieben. Also wäre jetzt noch eine Möglichkeit, dass er mit seiner Mutter spricht und sagt, in den Situationen, wo mein Onkel hier ist und zu mir sagt, ich wäre faul, da wünsche ich mir von dir, dass du mich unterstützt und mich in Schutz nimmst und etwas sagst zu meinem Onkel, dass das so nicht sein kann. Und da bin ich immer sehr traurig und mich würde mal interessieren, wie geht es dir in diesen Momenten, wo mein Onkel das zu mir sagt? Das ist ja ein geschickter Schachzug. So kommt er mit seiner Mutter ins Gespräch, ohne ihr Vorwürfe zu machen. Sehr interessant. Vielleicht ändert sich dann was für die nächste Situation. Die wird ja bestimmt leider wiederkommen. Ja, danke schön. Gute Idee, Namaste.